Du willst nicht nur im Hörsaal sitzen, sondern dein Wissen auch direkt in die Anwendung bringen? Dann bist du hier bei uns genau richtig. Denn wir machen interessante Projekte jedes Semester und im Team. Neben unterschiedlichen technischen Inhalten steht dabei auch das Thema Nachhaltigkeit immer im Vordergrund. So bauen wir zum Beispiel im ersten Semester eine Sortiermaschine, wie sie auch im Recycling eingesetzt wird. Im zweiten Semester werdet ihr dann einen autonom fahrenden Roboter entwickeln, der Energie- und Ressourceneffizienz Objekte von A nach B bringen kann. Aber warum machen wir überhaupt Projekte? Naja, sie machen Spaß. Noch wichtiger aber ist, die Verarbeitungstiefe im Gehirn ist bei Projekten wesentlich größer als im Hörsaal sitzen. Dinge bleiben besser haften. Ihr lernt dabei nicht nur technische Inhalte, sondern auch betriebswirtschaftliche Themen werden hierbei vermittelt. Zum Beispiel Projektmanagement, Kostenkalkulation oder auch das Marketing von Produkten. Aber schauen wir doch uns einfach mal ein Projektvideo eines Teams an. Von Anfang an haben wir es uns zum Ziel gemacht, den Anforderungen des Kunden zu entsprechen. Doch ohne ein perfekt funktionierendes System ist dies nicht möglich. Wir haben geschafft, ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Transportsystem zu entwickeln. Durch die Abstandssensoren können wir genau den Abstand zur Wand einschätzen, um eine Gegenlenkung einzuleiten. Das Transportsystem ist für den kürzesten Weg ausgelegt, um einen schnellen Transport zu ermöglichen. Wir haben ein innovatives Konzept für die Lenkung entworfen. Durch die Einsparung eines Motors ist es uns möglich, einen geringeren Energieverbrauch aufzuweisen. Wir haben jedoch keine Einbußen bei der Performance dadurch. In unserem Unternehmen wird Energie- und Ressourceneffizienz großgeschrieben. Unser oberstes Ziel ist es, den Kunden glücklich zu machen. Dafür geben wir alles. Für unsere Projektarbeiten haben wir auch unterschiedliche Projekträume, wie hier die Lernstadt zum Aufbau von Produktionsanlagen. Aber für jedes Projekt gibt es einen Projektraum. Hier sind auch die richtigen Geräte drin. Vom 3D-Drucker über die Heißklebepistole bis zur Fräsmaschine. Aber genug von uns. Jetzt fragen wir einfach mal die Studierenden, was sie denn vom projektbasierten Lernen so halten. Was hat euch denn an den Projekten am besten gefallen? Also ich glaube zum einen einfach die Zusammenarbeit und das Erlernte auch gleich in der Praxis umzusetzen und einfach, dass man total die Freiheit hat, wie man das Projekt umsetzen möchte, also wie man es bauen möchte. Hat euch das Arbeiten im Projektteam auch im Studium sonst geholfen? Ja, also auf jeden Fall. Vor allem jetzt mit Corona konnte man eben so ein bisschen Kontakte knüpfen, sich auch gegenseitig helfen, beim Lernen helfen, unterstützen, wenn man nicht in der Vorlesung drin war. Ja. Der Studiengang heißt ja Technologie und Nachhaltigkeit. Was haben denn die Projekte mit dem Studiengang zu tun? Ich glaube, das ganze Projekt ist einfach so aufgebaut, dass wir unsere Materialien, die wir bekommen, einfach auch bewusst einsetzen. Auch nachhaltig heißt, dass wir es auch wieder, wenn wir es komplett auseinanderbauen, irgendwo anders wieder verwenden können. Oder auch allgemein, dass die ganzen Ressourcen, die wir haben, auch, sage ich mal, recycelbar sein könnten. Dass auch so einfach für die Umwelt ein bisschen schonender ist. Einfach das, ja. Bei Projekten geht es ja nicht nur um den harten Stoff, die harten Fakten. Es geht ja auch um die Soft Skills. Wie waren denn für euch die letzten 4-5 Tage vor Abgabe des Projekts? Ja gut, die Zeit ist natürlich immer schon ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen stressiger, weil man einfach, also gerade wir in unserem Team haben 2 Perfektionistinnen und dann ist es natürlich relativ schwierig, dann wirklich auch den Standard, den man haben möchte, zu erfüllen. Aber dadurch, dass man in einem Team arbeitet und wirklich sich jeweils auf die anderen verlassen kann, hat es eigentlich total gut funktioniert. Man hockt halt dann am Abend zusammen, kümmert sich noch um die Sachen und dann freut man sich, wenn man es erfolgreich präsentieren konnte. Ja, ich würde auch sagen, dass wenn beispielsweise vor der Abgabe bzw. vor dem Referat jemand irgendwie ein bisschen nervöser ist, weil wir haben auch ein paar Kandidaten, die vielleicht ein bisschen nervöser dann sind vom Referat, dann beruhigt man ihn auch eher. Man tut so, als ob der also sich auch wohlfühlen kann, dass alles gut werden wird, dass wir schaffen das, wenn dann zusammen auch als Team. Und dann denke ich mal, kriegen wir das auch immer alles zusammen hin. Deswegen versuchen wir das auch am besten immer zusammen zu meistern. Wollt ihr den Leuten da draußen noch was mit auf den Weg geben? Also traut euch zu bewerben. Am Anfang haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen gezögert, ob es das Richtige ist, aber der Studiengang ist wirklich empfehlenswert, gerade mit dem Projekt. Man kann total viel lernen, man lernt tolle neue Leute kennen und das können wir euch wirklich, glaube ich, ans Herz legen.
Ja, und vor allem, das macht auch sehr viel Spaß, deswegen, das kann man wirklich jedem zutrauen, dass es sehr viel Spaß macht. Traut euch! Bewirb dich jetzt für den Studiengang Technologie und Nachhaltigkeit.